Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tiki Boink und das ist Mass Effect Andromeda. Ich müsste mich einmal räuspern, das mache ich mal eben auch live hier und in Farbe. Moment. So, da sind wir auch schon wieder. Unsere Aufgabe hier. Ja, nein, wir cutten das nicht raus. Wir lassen es einfach drin. Warum auch? Wir sind hier, um die Sicherheitsleute zu scannen. Bezüglich der Stationssabotage. Da haben wir hier einen und da einen. Das geht recht fix, sonst gibt es hier nicht viel zu tun. Ne, da haben wir noch einen. Drei Stück müssen wir hier scannen. Machen wir das doch mal eben. Ich hoffe, dann wissen wir schon mehr. Oh, ne, andersrum. So, der Kollege. Biometrische Daten stimmen nicht überein. Okay, er war es nicht. Hier muss doch noch einer sein. Keine Übereinstimmung. Einen haben wir übersehen. Ah, da hinten. Wo war er denn hier? Da. Der Scan zeigt eine partielle Übereinstimmung. Ziel ist wahrscheinlich Verdächtiger. Wer ist es? Dale Atkins, untersteht Kandros Abteilung, ist dem Sicherheitsteam der Station zugewiesen. Ich meine, er sitzt vor einem Schaltkreis. Mal gucken, was er dazu zu sagen hat. Dale Atkins, richtig? Wir müssen uns unterhalten. Hören Sie, ich will nicht unhöflich sein, aber ich habe zu arbeiten. Nennt man Sabotage heutzutage so? Arbeit? Dafür, dass Sie hier neu sind, sind Sie ziemlich überheblich. Sie haben nicht die geringste Ahnung, was hier los war. Die Beweise sagen, dass Sie ein linkes Ding gedreht haben. Na klar. Ach kommen Sie, sparen Sie sich das. Ich habe genug von all den Heuchlern auf dieser Station. Sie waren nicht hier, als Sie unsere Freunde und Familien rausgeworfen haben. Meuterei? Dass ich nicht lache. Wir wollten einfach nur antworten. Meine Schwester ist jetzt da draußen. Ich weiß nicht mal, ob sie noch lebt, oder... Ich bedauere diese Vorfälle, aber Sprengladungen sind keine Antwort. Leute ins Exil zu schicken, weil sie mit der Politik nicht einverstanden waren, aber auch nicht. Mir ist egal, was sie denken. Die Anführer der Meuterei hatten recht, als sie wissen wollten, was eigentlich los ist. Sie hätten jemanden verletzen können, sogar töten. Wie diejenigen, die getötet wurden, als unsere Anführer meine Freunde von Krogana niedertrampeln ließen? Genug geredet. Ich gestehe, ich war's. Machen Sie mit mir, was Sie wollen. Oh, okay, muss ich jetzt entscheiden, dass er gehen muss? Er hat andere Leben gefährdet. Also, ich meine, man kann es kritisieren, was passiert ist, aber man darf dafür nicht in Kauf nehmen, dass andere sterben. Vor allem Leute, die dann schon mal gar nichts damit zu tun haben. Das geht nicht. Wir können Ihnen nicht erlauben, an Bord zu bleiben. Niemand kann sagen, wozu Sie sonst noch fähig sind. Moment mal, Sie lassen mich gehen? Wenn Sie das Exil als gehen lassen bezeichnen, dann ja. Verschwinden Sie und kommen Sie nie wieder zurück. In Ordnung, ich gehe. Oh, ja. Das war ja einfach. Okay. Also wir betreffen ja wahrscheinlich noch die Leute, die ins Exil gegangen sind, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass hier alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Vielleicht haben die, die im Exil sind, ja auch recht. Na, ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass hier einiges im Argen liegt. Kommandozentrale ist abgefrühstückt. Jetzt geht's zur Kryostation. Die Bauarbeiten und Reparaturen an verschiedenen Teilen der Nexus gehen auf unbestimmte Zeit weiter.
Besucher werden gebeten, die betroffenen Bereiche zu meiden. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. So, was haben wir hier? Karte öffnen. Unbekannt, unbekannt. Familiengeheimnisse der Riders. Optional, ihren Bruder auf der Kryostation besuchen. Ein Informationsdisplay. Hier ist nichts. Es ist auch nur eine Ebene. Hier haben wir ein paar Sachen, die wir machen können. Ich glaube, ich habe das schon angekündigt, oder? Wir werden natürlich den Kodex weiterlesen. Und ich werde eine extra Episode bezüglich dieser Fähigkeiten hier machen. Und den Upgrades. Da machen wir mal eine extra Episode für. Ich weiß nicht, ob wir die Fähigkeiten hier mal einzeln durchgehen. Und daraus eine Episode machen und dann, was das Bauen und Erforschen angeht. Aber auf jeden Fall dann, wenn wir wieder auf dem Schiff sind und nicht hier. Hier gehen wir jetzt erstmal noch die Missionen machen. Wir warten nur noch auf ein paar weitere Kolonisten, bevor wir sie auf die Nexus bringen. Dort erhalten sie dann die Freigabe für ihre Immigration. Wo sind die denn? Achso, die sind auf der anderen Seite. Stimmt es, dass es bei unserer Ankunft eine Art Notsituation gab? Wir sind auf eine Energiewolke gestoßen. Man bezeichnet sie als die Geißel. Wow, das klingt ja überhaupt nicht beängstigend. Die Nexus hat es überall. Und solange man sich von ihr fernhält, scheint alles okay zu sein. Das ist nicht gut. Verdammte Exilanten. Was ist hier los? Will er nicht mit uns reden? Doch. Hey, Pathfinder. Heute war kein guter Tag. Warum nicht? Eine große Lieferung medizinischer Vorräte für Prodromos wurde von diesen verdammten Exilanten abgefangen. Späher haben bestätigt, dass sie die Vorräte unter ihren eigenen Außenposten aufgeteilt haben. Ich kümmere mich darum. Ich werde mich darum bemühen, sie zurückzuholen. Das wäre großartig. Danke. Sollten Ihnen diese Arschlöcher begegnen, können Sie alles wieder in Ordnung bringen. Eine Razzia bei den Exilanten. Gefundene medizinische Vorräte. Wo können wir die denn finden? Zusätzliche Aufgaben. Gesetzlose haben für die Außenposten der Initiative bestimmte Medikamentenlieferungen abgefangen. Sie wurden gebeten, in gesetzlosen Basen nach den medizinischen Vorräten zu suchen und sie zurückzuholen. Okay. Das wird wahrscheinlich nicht hier sein. Auf der Station. Nigel! Pathfinder, ich bin Nigel McCoy. Frisch aus dem Kälteschlaf. Willkommen in Andromeda, Nigel. Danke. Allerdings, mein kleiner Bruder Dash war auf der Nexus. Nun habe ich erfahren, dass er starb, als er auf Eos seine Siedlung errichten wollte. Das ist schrecklich. Mein Beileid, Nigel. Ja. Wir wollten hier draußen gemeinsam Familien gründen. Oh Gott. Ich habe einen Anhänger, den unser Vater getragen hat. Dash hatte genauso einen. Würden Sie sie wieder zusammenbringen? Natürlich. Natürlich. Er hat in seinem digitalen Tagebuch einen Ort auf Eos erwähnt, wo er immer nachgedacht hat. Wenn Sie den Anhänger dorthin bringen könnten. Na klar. Das machen wir. Das kostet mich ja jetzt nichts, außer ein bisschen Zeit. So, Dr. Carlyle, unser nächstes Ziel. Harry, was passiert da mit Scott? Wir haben ihn aus der Kapsel geholt. Ich will ihn keine allzu großen Hoffnungen machen, aber Sam hat ihn quasi gefunden. Was heißt das? Nun, er ist zwar immer noch im Koma, aber Sam hat es geschafft, auf sein Implantat zuzugreifen. Sie haben Kontakt. Das ist unglaublich. Geht es ihm gut? Die Werte sind stabil. Den Rest kann Ihnen Sam erläutern. Obwohl er im Koma liegt, sind Scotts mentale Prozesse aktiv. Es geht ihm also gut? Das können Sie ihn selbst fragen. Ich stelle eine Verbindung zu seinem Implantat her. Bitte. Scott? Kannst du mich hören? Bist du das, Sarah? Ich verstehe das nicht. Was ist hier los? Es gab ein Problem mit deiner Stase-Kapsel. Du liegst auf der Hyperion im Koma.
Verstehst du? Oh, und wie unterhalten wir uns dann? Sam hat sich in dein Implantat eingeklinkt. Aber dir geht's gut. Dein Zustand ist stabil. Das muss ich dir wohl glauben. Komisch. Ich kann nichts fühlen, aber ich höre dich. Geht's Dad gut? Er ist gerade auf einer Mission. Aber ich weiß, er macht sich Sorgen um dich. Ganz bestimmt. Ich schätze eher, er hat mich längst abgeschrieben. Du spinnst doch. Zumindest kommandiert er jetzt dich rum und nicht mich. Ja. Und wie ist unser neues Zuhause? Wird Habitat 7 dem Hype gerecht? Warte nur, bis du es selbst siehst. Es ist einfach atemberaubend. Das ist fantastisch. Ja, wir bauen schon die ersten Kolonien auf. Und wenn ich mich bewegen könnte, würde ich euch jetzt dabei helfen. Und das wirst du auch, sobald du dich richtig ausgeschlafen hast. Ah, ich weiß nicht. Ich könnte mich an das hier gewöhnen. Ein Tropf, nette Krankenschwestern. Faulpelz. Wo auch immer sie sind. Ich wette, Mom macht ihm die Hölle heiß, weil er... Was ist los? Die Verbindung war vorübergehend. Sein Zustand ist stabil. Tut mir leid. Ich halte sie auf dem Laufenden. Versprochen. Danke, Harry. Ja, also ich halte es jetzt wirklich für besser, wenn man ihm jetzt nicht die volle Wahrheit sagt. Einfach, er muss jetzt dafür sorgen, dass er aus dem Koma erwacht. Das ist wichtiger. Hat uns Dr. Carlyle noch was zu sagen? Hey, renn doch nicht weg. Ryder, das war Wahnsinn, wie Sie mit Ihrem Bruder im Koma gesprochen haben. Ich habe das alles mit dem Sam-Implantat nie wirklich geglaubt, aber das war wirklich erstaunlich. Ja, das war es. Ich hatte keine Ahnung, dass wir das können. Immer wenn man glaubt, man hätte schon alles gesehen. Und ich dachte, 600 Jahre Flug in eine neue Galaxie wären Science-Fiction. Jeder Tag bringt was Neues. Dann haben Sie und Lexi also die Aufgaben getauscht? Kennen Sie den Moment, an dem Ihnen klar wird, dass Sie schlicht und ergreifend zu alt sind? Ja klar. Was erzähle ich das Ihnen? Aber er kommt, das können Sie mir glauben. Für mich war es Habitat 7. Ich habe gesehen, wie Sie und Ihre Kameraden blitzen und den Cat ausgewichen sind. Das ist was für junge Männer. Ich gebe es ungern zu, aber die Zeiten liegen hinter mir. Es war daher sinnvoll, dass Lexi und ich die Plätze tauschen. Sie ist jünger, also für Asari-Verhältnisse. Die sind ja mit 200 noch Teenager. Ja. Und sie ist eine verdammt gute Ärztin. Sie wird der Tempest eine große Hilfe sein. Wir werden Sie vermissen, Harry. Schlagen Sie einfach hin und wieder ordentlich Krach, okay? Indirekt lebe ich nämlich durch Sie weiter. Abgemacht. Wie sind Sie bei der Initiative gelandet? Naja, man erreicht irgendwann im Leben den Punkt, an dem man sich fragt, ist das wirklich alles? Ich hatte in der Milchstraße alles erreicht, was möglich war. Meine Zukunft sah ziemlich trist und uninteressant aus. Die Reise hierher war die längste Midlife-Crisis der Welt. Mit der Chance, eines Morgens aufzuwachen und Hoffnung zu verspüren, statt Arthritis. Wie geht es, Scott? Scheint alles in Ordnung zu sein. Ihre Stimme zu hören war bestimmt eine große Hilfe. Auch wenn Sie die Wahrheit ein wenig verbogen haben. Ja, das war meines Erachtens nötig. Das wäre alles, Harry. Danke. Kommen Sie ruhig wieder vorbei. Falls sich bei Scott was ändert, melde ich mich. Alles klar. Gut. Dann haben wir hier wohl auch alles erledigt. Erstmal zumindest. Willkommen, Pathfinder. Wählen Sie bitte ein Thema. Was geht hier hinten? Um den geht's nicht gut. Alles klar. Dann fahren wir mit der Bahn mal weiter. Bin auch gespannt, wie es mit dem Bruder weitergeht.
Ist ja schon krass, ne? Man liegt im Koma und kann dann mit anderen Menschen sprechen, also wirklich sprechen. Muss ein... Naja, also das kann man ja nicht... Kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie das sein mag. Ja, dann geht's jetzt wohl zur Andockbucht. Infolge der jüngsten Unruhen wird die Sicherheit in sämtlichen Sektoren der Nexus verschärft. Direktor Tan betont, dies geschehe, Zitat, zu ihrer eigenen Sicherheit. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. So, was können wir hier im Gemeinschaftsbereich der Andockbucht noch Schönes tun? Auf der Karte scheint nichts verzeichnet, doch hier oben Dr. Aridana zur Rede stellen. Und hier sind zwei Fragezeichen. Zwei Fragezeichen sind hier. Dann können wir da auch noch hingehen. Na gut. Sind das die Fragezeichen? Sind das Dinge zum Scannen? Scheint so, ne? Was ist denn da noch? Ach, im Vortex. Ja, im Club waren wir ja auch noch nicht. Gehen wir gleich mal rein. Und dafür bin ich in die Schule gegangen. Danke für nichts. Bist du sicher, dass der Scan nicht kontaminiert ist? Ich bin mir sicher. Wo ist er jetzt hin? Aber das hieße ja. Da. Sam. Willkommen, Pathfinder. Hat Sam die Gleichungen gelöst, die ich gesendet habe? Gelöst? Sie hätten fast den Sam-Kern zum Absturz gebracht. Die Gleichungen enthielten ein Virus, das auf die Beschädigung künstlicher Intelligenzen ausgelegt war. Glauben Sie, ich? Niemals! Ich verabscheue Gewalt gegen jede Art von Leben, organisch oder synthetisch. Ich bin sicher, dass Sie mir oder Sam nicht schaden wollen. Aber ich muss das untersuchen. Ich verstehe. Ich bin in letzter Zeit häufig auf diese Nieder-mit-KI-Stimmung gestoßen. Graffiti, Beschwerden bei Tan. Vielleicht ist jemand den nächsten Schritt gegangen. Warum sollte jemand künstliche Intelligenz hassen? Synthetisches Leben hat andere Bedürfnisse und Motivationen. Es kann geheimnisvoll sein. Und mächtig. Viele fürchten, was sie nicht verstehen. Alles ist unsicher. Vielleicht wollen sie sich nur geschützter fühlen. Trotzdem ist der Angriff auf Sam dreist. Ob es wohl vorher schon ähnliche Vorkommnisse gegeben hat? Der VI-Kiosk wurde heute Morgen zerstört. Ich kann mich ja mal umsehen. Ach, nach KI-feindlichen Aktivitäten auf den Nexus suchen. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Hier unten können wir scannen. In der nächsten Folge würde ich dann gerne in den Vortex gehen. Und dann machen wir vielleicht mal das Kulturzentrum. Ist bestimmt ganz spannend. Ach ja, KI. Ich kann ja auch immer vieles nachvollziehen. Also auch, dass man gegenüber Technologie skeptisch ist oder gegen KI. Ich meine, hallo Terminator. Aber sobald man anderen Schaden zufügt, ist es scheiße. Egal welche Meinung man hat, sobald man gegen andere vorgeht, ist es immer scheiße.
Und dann zählt auch kein Argument mehr. Hier, wo ist denn hier was zu scannen, Mensch? Mensch, Mensch. Da. Bei Aviana? Mal ansprechen. Orte Pathfinder Rider. Hallo, verzeihen Sie das Bildungsprogramm. Ich habe Aviana gehackt, um eine Sockenpuppe zu haben. Unser Virus hat sie also befreit. Hoffentlich geht es Ihnen ohne KI im Kopf jetzt besser. Sie haben das Virus geschickt, um mich zu befreien? Von Sam? Nicht nur ich, unsere Bewegung. Wir konnten sie nicht leiden lassen mit diesem Ding in ihrem Gehirn. Pathfinder, die wissen möglicherweise nicht, dass ihr Virus gescheitert ist. Wenn sie vorgeben, dass es funktioniert hat, gewinnen sie vielleicht ihr Vertrauen. Hallo, Ryder. Ja, ich kann gar nicht glauben, dass ich frei bin. Danke. Dafür gibt es unsere Bewegung, um Menschen wie Ihnen zu helfen. Knight sagt, das Verschmelzen von Mensch und KI ist eine Bedrohung für jedes Leben. Und sie weiß Bescheid, das können Sie mir glauben. Oh, Knight ist unsere Gründerin. Ohne sie gäbe es das Virus gar nicht. Von wo aus führen Sie dieses Marionettentheater durch? Von unserer Zuflucht. Ich frage Knight, ob sie bitte. Uns besuchen dürfen. Möchte ich unbedingt hin. Großartig, danke. Ich kann nichts versprechen, aber achten Sie auf Ihre E-Mails. Wiedersehen. Tschüss. Eine ganze Bewegung von Hackern, die KIs hassen, mit einer Anführerin namens Knight. Sie und Ihre Anhänger scheinen Erfahrung mit der Mensch-KI-Partnerschaft zu haben. Wenn sie dich angreifen, sind sie zu allem fähig. Ich überprüfe meine E-Mails. Nächster Schritt, auf eine E-Mail warten. Gut, und in der nächsten Folge gehen wir mal hier in den Nexus, ein bisschen tanzen. Das machen wir auf jeden Fall. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.